Im Hochland von Georgien pflegt ein Volk bis heute seine vorchristlichen Rituale. Die Svanetier sind überzeugt, dass ihre Ahnen direkt neben ihnen weiter existieren. In eisiger Winterkälte bringen sie Fackelfeuer und Essen an ihre Gräber. Und zum Lipanali-Fest laden sie die verstorbenen Familienmitglieder sogar in ihre Häuser ein. Svanetien liegt im georgischen Teil des großen Kaukasus, umgeben von bis zu 5000 Meter hohen Bergen. Mittendrin thront Ushba, zu Deutsch der Schreckliche. Mit seinen zwei steilen Gipfeln gilt er als praktisch unbezwingbar. Viele Bergsteiger haben hier schon ihr Leben gelassen. Die russische Grenze ist nur 12 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Doch keine Straße führt aus den Dörfern durch die Berge dorthin. Früher war die Region 9 Monate im Jahr komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Aber die Svanetier sind gern unter sich. Sie sprechen ihre eigene Sprache und pflegen ihre ganz eigene Kultur. Heute gibt es besonders viel zu tun. Ein svanetisches Ritual für die Toten steht an, Lipanali. Jedes Jahr, Mitte Januar, decken die Familien an Lipanali den Tisch einige Tage lang für die Seelen ihrer verstorbenen Familienmitglieder. Sebo muss die Vorbereitungen gemäß Tradition Schritt für Schritt streng einhalten. Selbst das saubere Geschirr und Besteck muss sie noch einmal waschen. Außerdem muss heute alles vegetarisch sein, fettarm und leicht bekömmlich. Man sagt, die Seelen müssen sich erst wieder an das reichhaltige svanetische Essen gewöhnen. Am ersten Tag von Lipanali muss man unbedingt Süßspeisen servieren. Dafür brauchen wir Zucker, Honig, Rosinen und Walnüsse. Das ist Korkotti, eine süße Getreidesuppe. Man sagt, Korkotti ist die Leibspeise der Seelen. Egal, was sonst auf dem Tisch steht, Korkotti muss immer dabei sein. Zu jeder Speise muss man einen Löffel Korkotti reichen. Es ist schon später Nachmittag und Sebo hat noch viel zu tun. Bei Anbruch der Dunkelheit muss der Festtisch reich gedeckt sein. Aber mittlerweile sind auch Marina und Anni zu Hause. Alle weiblichen Familienmitglieder kochen heute zusammen, wie es die Tradition verlangt. Es wird Abend über Svanetien und mit der Dämmerung kommen die Seelen, so die Überlieferung. Levan und seine Söhne bringen das heilige Birkenholz herein. In der Küche muss der Familienvater es einmal rechts herum im Kreis tragen. So verlangt es die Tradition. Laut Überlieferung betreten in diesem Moment die Seelen das Haus und setzen sich zum Essen. Levan spricht Gebete und vergießt für die spirituellen Gäste etwas Schnaps auf dem Boden. Zuallererst bitten wir die Seelen um Frieden für die Menschheit und um Gesundheit. Danach bitten wir auch um persönliches Glück. Wir bitten sie auch, uns in schweren Zeiten unseren Weg zu zeigen und unsere Geschicke positiv zu lenken. Man sagt, dass die Ahnen genau wie Gott unser Schicksal beeinflussen können. So viel Macht haben die Seelen. Die Speisen für die Toten rührt keiner an. Sebo wird sie morgen für die Familie aufwärmen. Denn auch wenn man die Seelen nicht sehen kann, alle sind sicher, dass sie jetzt mit im Raum sind.
Es heißt, dass man die Seelen früher sehen konnte, genau wie wir jetzt einander sehen. Aber einmal ist der Lieblingssohn einer Frau gestorben. Als er an Lepanali als Seele zu Besuch kam, ergriff die Frau seine Hand und wollte sie nicht mehr loslassen. Die Seelen erschraken zutiefst und seitdem sind sie unsichtbar. Die Bräuche der Svanetier und ihre Rituale für die Ahnen reichen bis weit in die vorchristliche Zeit zurück. Laut Überlieferung ziehen sich die Seelen der Ahnen während der Lipanali-Phase einen Tag lang in die eisigen Höhen des Kaukasus zurück. Dort beraten sie über die Zukunft der Familie. Dann kommen sie noch einmal kurz in die Häuser der Lebenden zurück. Am letzten Morgen des Festes muss Sebu die Seelen dann vor Sonnenaufgang wieder in die Welt der Toten entlassen. Die Farbe Weiß spielt heute eine große Rolle. Sebu hat einen svanetischen Kochkäse zubereitet, der sich meterlang ziehen lässt und wickelt ihn um das letzte Totenmahl. Mit dieser weißen Schlinge über den Tisch wünschen wir den Seelen einen erleuchteten Weg ins Paradies. Gleichzeitig wünschen wir uns, dass auch sie uns den Weg leuchten und unsere Familie und unsere Geschicke in die richtige Richtung lenken. Dann ist es Zeit, die spirituellen Gäste hinaus zu begleiten. Sebo legt noch eine helle Spur aus Milch nach draußen. Dabei spricht sie Gebete. Am letzten Tag spüre ich immer, dass sie uns wirklich verlassen haben. Ich spüre, dass das Haus wieder leer ist und dass sie wirklich weg sind. Und ich fühle Trauer. Einerseits bin ich traurig, dass sie weg sind. Andererseits weiß ich, dass ich meine Pflicht erfüllt habe.